pass auf, das ist jetzt unendlich Strom. Wir haben da einfach dieses... Die Axt wird jetzt für... LOL, verbesserst du gerade die Axt? Alter. Aber kannst du die Axt auch wieder rausnehmen? Ja, aber das muss erstmal fertig werden. Es kocht jetzt hier fertig. Was okay, ist das? Also diese Blitze kommen also bei dem Raumschiff auch von diesem Mineral da, was wir da abgebaut haben. LOL. Gibt es ein Gewitter? Schau mal, die Wolken. Tatsächlich. Ist eine Wettermaschine einfach. Hier, jetzt kommt da so eine Suppe da drin. Alter, what the fuck? Ey, Alter! Wenn wir eine Donneraxt haben, dann wäre richtig geil. Jetzt kochen wir uns hier ein richtig schönes Süppchen. Krass, ey. Mal ein ganz schönes Tor zu. Oh! Wie mache ich das zu? So. Oh, er ist nein, drin. Nein, sie sind noch hier drin. Ich hab's nicht geschafft, rechtzeitig. Okay, ich will gucken, was da passiert. Ich auch. Schnauze. Was sind die denn jetzt? Unter uns? Oder? Alter. Die kommen schon wieder über unser... Er kommt nicht die Treppe hoch. Alter, wenn du die trinkst, die Suppe. Ich trinke die richtig. Wie lange dauert das? Alter, das war richtig geil irgendwie. Was haben wir hier gebaut? Achtung! Fred und George sind oben. Ich hab grad was getrunken, Fred und George. Ja, genau, weil ich trinke, krieg ich 3 Schaden. Die dürfen das nicht kaputt machen. Oh, jetzt geht's wieder runter. Und dann kannst du die Axt bestimmt rausnehmen. Und dann hast du die krankeste Axt überhaupt. Aber war das Moment, ist das meine Axt da drin? Ich hab meine Axt nämlich nicht mehr gerade. Ja, dann ist deine. Nee, moderne Axt oder welche Axt ist das? Die Feuerwehraxt. Ich weiß. Ich hab die nicht mehr, glaube ich. Na, dann ist das die. Ich glaube, das ist die. Aber hast du Mineral da reingepackt oder die Artefakte? Ja, ich hab 6 Mineral. Okay. Ja, dann müsste das doch meine sein, weil ich hab keine mehr. Hier. Alter! Halt auf dagegen zu hauen, ihr Spastis! Oh, sagt man heute nicht mehr. Okay, jetzt kann ich die... Alter, die ist golden. LOL, ich habe jetzt eine Feuerwehr. Hau die mal, hau die mal da unten. Warte mal, ich muss mal irgendwann kurz gucken, die Werte. Alter, die ist so... Alter, die ist jetzt... Die hat jetzt bei der Damage-Anzeige noch so einen orangenen Balken und das ist jetzt fast bis hinten hin voll. Okay, krass. Okay. So, hier sind ein paar Kollegen. Ich glaub, das ist halt das Update. Ja, lass mal hier kurz gucken. Hau mal zu. Da backen wir uns jetzt ein paar schöne Äxte. Feierabend, wie das... Weißt du halt nicht, ob man die noch weiter verbessern kann, weißt du, dass es bis hinten hin wirklich voll geht. Das dauert ganz schön lang. Ich frage mich, ob man da alles Mögliche reintun kann, weißt du? Alter, was kommt für eine Armee? Nein! Oh shit! Alter, wie viele das sind! Alter, da kommen auch Catdog. Catdog. Die kriegen jetzt aufs Maul. Schlawinern die sich hier hoch oder was? Was das? Nee, ich dachte, sah so aus. Guck mal. Oh, die kommen nicht ran. Zum Glück haben wir so hoch gebaut. Ihr füllt euch. Alter, what the fuck? Oh, oh, Calvin. Rette Calvin! Calvin! Alter, wie viele Gegner sind das? Ich glaube, die waren nicht so amused, dass wir da so viel Blödsinn gemacht haben. Brauchen wir mal ganz schnell... Oh, okay, Winter ist weg. Brauchen wir mal ganz schnell Explosionspfeile. Ist Calvin down? Lebt er noch? Oh Gott, da hinten! Calvin. Au! Ah, Alter, was ist hier für eine Wurstparty, ey. Auf meiner Shotgun sitzt ein Schmetterling, während ich auf die schieße. Ah, ich bin unter ihnen. Lass Calvin in Ruhe, ihr Schweine, wir brauchen den. Catdog. Oh, ich hab Schockpfeile. Alter, was ist da hinten los? Okay, rein da. Rein da für Calvin. Die Wurst streckt sich. Alter, wie viele Gegner. Ich
glaube, diese Waffen, diese Blitze locken die, oder? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Ah, nein, ich bin down. Oh, shit. Aber ganz ehrlich, die Sprengpfeile sind so gut gegen einfach alles. Alter, die goldene Axt. Ist die komplett golden bei dir? Nee, nur oben. Ja, bei mir auch. Gleich mal im Inventar, ob der Balken voll ist bis hinten hin oder nicht. Hat die sich weggeduckt? Die. Au! Was ist sie denn jetzt? Warte, meine Rüstung ist gleich weg. Alter, wir können einfach. Alter, was zur Hölle? Immer noch einer. Okay, lebt ihr alle noch? Ja, gerade so. Gut, wir hätten jetzt alle looten können, aber ich habe die lieber weggesprengt. Okay, hier können wir einen looten, tatsächlich. Meine Güte. Wie cool sieht die Axt bitte aus. Ja. So. Erstmal essen. Alles voller Leichen. Wo ist Kelvin? Er sammelt Steine. Ach so. LOL. Guck mal, bei denen kriegt man jetzt auch Rüstung. Ja, manche sind so große. Ja. Ja, sind so große. Okay, und go. Hier vorne kann man auch noch eine looten. Und go. Okay. Jetzt wissen wir zumindest, wofür das Erz ist. Ja. Aber ganz ehrlich, wozu ist diese scheiß goldene Rüstung, wenn wir halt so viel Rüstung bekommen, womit wir uns voll schützen können? Ja. Ja, die goldene Rüstung musst du halt nicht jedes Mal nachmachen. Das schon, aber du kriegst halt Schaden. Ja, die ist halt scheiße. So. Ah. Wessen Axt ist das? Aber gut, eine Rüstung, mit der du einfach keinen Schaden nimmst, das wäre auch zu OP. Ja. Sebastian, hast du hier aufgefüllt? Ja. Du musst noch anmachen. Oh, echt? Shit. Okay. Verdammt. Kommen sie gleich wieder. Ernsthaft, denkt ihr? Das. Das wäre halt schon ganz krass. Direkt hintereinander kamen so Wellen. Ja, sollten wir das lieber zumachen hier? Ja. Ihr könnt übrigens auch am Seil einfach durchs Tor rutschen. Ja. Ah, stimmt. Kelvin, da geht's nicht raus. Ich frage mich halt, ob man jede Waffe da drin verzaubern kann, quasi. Verzaubern? Ja, es ist ja wie so eine Verzauberung. Du hast mich verzaubert. Ich würde auch sehr gerne nochmal das. Oh, okay, ja. Ja, sie sind da. Ja, okay. Dann. Oh, okay. Alter, sind die zwei Rügenwalder. Junge. Sind die einfach gespawnt? Ja. Schnell ans Seil. Okay. Oha. Okay, ich hole mir wieder meine Sprengpfeile. Jetzt, also ganz ehrlich, Leute, jetzt hätten wir diese Fallen dahin bauen müssen, den Häcksler und sowas. Ja. Ja. Alter, die Catdog-Dinger, ne? Ist Kelvin noch? Ah ne, okay, der ist im Lager. Ja. Hä? Oh, Catdog versucht. Er steht da hinten. Alter, ist der groß. Der ist gar nicht so groß, Ares. Der ist nicht so groß. Granate. Bumm. Guck mal, ich hab Gulasch gemacht. Ja, es ist angerichtet. Aber ganz, Alter, what the fuck, wie viele? Okay. Ich würde das ja gerne immer noch testen. Oh, ein Catdog ist noch da. Erz. Nehmen wir Pfeile. So. Oh, da kommt's wieder. So, jetzt nehme ich das Gewehr, Freunde. Jetzt ist Feierabend. Komm her, Catdog. Komm her. Halt mal still. Oh, die kämpfen.
Wer ist er denn? Ja, haben wir was Neues? Also ein Kollege mit einem Geweih. Mit einem Geweih? Also so aus so Stöckern. Ich ziehe mal auf seinen Arsch. Was? Zwischen die Arschbacken. Und er kneift. Ich hab keine Batterien mehr. What? Chill mal. Alter, ist der. Der macht doch nicht unser Ding. Also ich glaube, auch die gehören mit zu den Stärksten, ne? Ja. Oha. Wir wollten hier eigentlich auch noch so einen Turm neben machen, dass wir auf die schießen können. Oder? So, jetzt habe ich auch die goldene Feuerwehraxt. So, jetzt ist Feierabend. Ich halt, ob man mehr machen kann. Mal rein. Kann ich noch was da reintun? Die Fackel. Nee. Ach, vielleicht haben die deswegen goldene Masken. Au! Au! Alter! Lol, echt? Man kann. Ich hab grad mein Gewehr da reingetan. Hä? Yo! Okay, ich nehme das mal raus. Also, okay. Da könnte ich. Colin Joe, ja, ich steck fest! Au! Colin Joe! Alter, der hat mich durch den Zaun geprügelt. Oh. Oh, where did you come from, Colin Joe? Keine Muni mehr fürs Gewehr. Der hat eine goldene Maske. Colin Joe! Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Wir können alle unsere Waffen einfach vergolden. Ja, man kann alles damit verbessern scheinbar, aber dann kommen halt ganz viele Gegner. Okay, wollen wir mal so richtig viele Fallen da aufbauen? Ja, also bevor wir da noch irgendwas mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob das lohnt, weil die Shotgun macht die doch eh ziemlich schnell kaputt, ne? So ein Häcksler einfach. Ja. Aber die brauchten voll viel, ne? Aber sollten wir eigentlich alles haben? Die brauchten nur tonnenweise Stöcke, glaube ich. Was hier alles rumliegt. Den komischen Typen können wir looten. Ja, immer noch was. Aber das Ding hier, dieses Propeller-Ding war ja auch so geil. Das könnten wir machen. Können wir die richtig zerhackstückeln. Weißt du, wenn wir das hier einfach hier, weißt du, hier hin machen. Ja, machen. Vielleicht nicht unbedingt, werden wir da noch was looten müssen, aber sollen wir das so hier hin machen? Sollen wir noch den Typen looten? Ja. Also, oh ne, er ist gerade despawned. Ja, mein. Oh, shit. Kelvin! Ja, er ist tot, hier ist eine Lootbox. Der denkt sich jetzt auch so, scheiße, ich bin mal weg. Ich habe leider meine Muni fürs Gewehr verschossen. Lass. So. Habt ihr was hier für die Fallen? Oh, keine Stöcker mehr. Kelvin, tu was. Warum sammelst du eigentlich Steine? Wir brauchen keine Steine. Ui, da braucht man viele. Ja. Ich finde das blöd, wenn man was aus den Lagern nimmt und wenn man dann voll ist, dass der die trotzdem rausnimmt und einfach dahin schmeißt. Ja. Das ist echt ein bisschen blöd. Dann haben wir nämlich immer irgendwas dahinter liegen. Nein! Ah. So. Freunde, dann können wir hier gleich platzieren. Die neuen Holzlager. Eine Falle. Alter, die Shotgun auch. Die Shotgun damit, die macht ja, also das wird dann immer echt krass sein. Ich hätte jetzt auch, während ihr da am Bauen seid, hätte ich auch mal ganz kurz nochmal zu dem Shotgun-Spot gehen können. Kannst du machen. Das Ding ist, ich weiß gerade nicht mehr, wo der ist. Genau. Ah, oder du googelst. Oh mein Gott. Was? Die wurde einfach aktiviert. Die wurde aktiviert? Oh Gott, wenn die fertig ist. Okay, wenn die fertig ist, ist die. Okay. No. Okay, wir dürfen nicht mehr in die Nähe davon gehen. Wir müssen auf Kelvin aufpassen. Wir müssen die so bauen, dass wir die von oben wieder aktivieren können, oder? Stehen die so? Shit, ne.
sein. Kannst du sie woanders hin platzieren noch? Ach so, aber... Ja, müssen, also stehen die... Müssen wir doch eigentlich gut stehen, nein, weil da die ganze Zeit die Monster hingehen. Oder wir stellen uns hier dahinter. So. Aber die wenn wir da oben stehen, die Monster hier hindocken, reicht das doch? Also die werden doch durch die Monster aktiviert. Nee, man muss die immer neu aktivieren. Also... Achso, wenn die so kaputt gegangen sind, muss man die immer wieder... Ach, das ist ja doof. So, dann müssten wir sie eventuell so stellen, dass man von oben die aktivieren kann, ne? Ja. Ah ja, okay. Oder wir setzen uns halt hier dahinter. Also die Frage, ob das gut funktioniert, ne? So mit der Axt und dann blocken und dann... Es geht, also so wird es gehen. Lol. Klok, 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 klok. Nice. Ja gut. Dann schau ich mal, ob ich das irgendwie finde. Er zaubert bloß nichts, während ich weg bin. Da will ich mitmischen. So. Das ist ganz schön weit. Naja, mal gucken. Mal speichern. Mal gucken, ob ich da ankomme. Stammlager. Weißt du wo? Müsste der Punkt da hinten ganz an der Küste sein. Weil der hier dann neben uns ist der, wo die Taschenlampe war, und der im Wasser ist halt der, wo die Pistole war. Das kann es nur der da hinten sein. Okay. Glaube ich. Wisst ihr noch, wie man die Stammlager vergrößern konnte? Nee, das war ein anderer Bauplan. Großes Stammlager oder kleines. Ach so. Ach ja, okay, verstehe. Gott, ich komme da doch nie lebend an. Das Geilste wäre, ihr verzaubert da jetzt irgendeinen Scheiß und dann spawnen die einfach bei mir. Ja. Und dann bin ich immer tot. Das wäre spannend auf jeden Fall. Ja, total. Also wenn ihr mich dann kreischen durch den Wald Timmy Hawken hört. Timmy Hawken. Wo haben wir unsere Gleiter verloren? Irgendwo. Die haben wir vor irgendeiner Höhle, glaube ich, liegen lassen, oder? Das kann sein. Ich weiß gerade nur leider nicht mehr wo. Stimmt, Gleiter wäre für die Aktion hier besser gewesen, die ich gerade mache. So. Ja, dann müsste man hier eigentlich noch reinlaufen können. Zack. So, dann. Vor allem, weil hier gerade alles nachspawnt. Na, stimmt. Aber du hast eine goldene Axt. Ja. Oh, das wäre auch geil, hier auf dem Timmy Hawk-Ding rumdüsen und damit der Axt einfach in so einen Gegner reinrasen. Ja. Oh, krass, hier braucht man viele Stöcke. Was ist denn das für eine Dartscheibe hier? Was ist denn das? Ah, eine Uhr! Lol. Ach, stimmt, wir haben diese hässliche Fingeruhr da. Irgendwie hier? Bei dem. Jetzt gucken, ob das Thema dir kommt. Ich höre hier schon wieder irgendwas schwer atmen. Achso, nur so ein Kollege. Nur so ein Kollege. Boah, was auch cool wäre, ist, wenn wir oben so eine Holzfällerhütte, also so ein bisschen in den Bergen bauen und von da aus einfach ein Seil ins Lager spannen. Oh. Das wäre nice. Fred und George. Ich glaube, unendlich lang geht's nicht. Da brauchst du, glaube ich, Mods. Ja, Penner, ey. Was war das hier? Diese Tür, wo wir noch die Keycard brauchten, das war da, wo die Puffton-Party war, richtig? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Meine schon. Da hatten wir doch die Karte von Virginia gefunden und die passte dann da nicht. Oder? Sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, aber...
Ich war hier nämlich gerade an einem der Bunker vorbeigekommen und ich wollte gucken, ob das ist der ist der Keycard, aber ich, das ist dieses Essenslager, wo die ganzen Gärten da angelegt waren. Ich glaube, aber da war das nicht. Meine ich. Sonst hätte ich den hier halt nämlich markiert, dass wir hier schon waren. Soll ich die markieren? Also, ist das hier? Also, weil nicht, dass das hier doch ist und dann markiere ich das jetzt und finde das. Also, ich weiß, dass ich keine Ahnung wahrscheinlich. Dann lasse ich den nochmal nicht, dass das doch hier ist und ich das noch nicht gesehen habe. Muss dann kurzen. Hier ist gut für Jimmy Hawk, hier ist so viel Ebene. Echt Bock, was zu verzaubern. Wann? Aris, du verzauberst mich doch jeden Tag. Warte, bis ich wieder da bin. Hast du deine Shotgun? So schön. Oh, schön, Alter, das ist so. Oh Gott. Ist so ein Genuss, diese Kettensäge zu benutzen, wie schnell man einfach. Ja, okay. Bäume fällen kann. Oh. Das ist so ein Genuss, diese Kettensäge zu benutzen. So ein Zitat, da steht da irgendwie drunter so, keine Ahnung, Harald, 54, Serienkiller. Ja. Ja, ich find's nicht so, es ist nicht so knackig vom Gefühl her. Ja, die ist auch voll leise. Ja. Die ist auch so klein, das ist halt, ja, fühlt man sich nicht mächtig mit der Kettensäge. Ja, das ist so eine Spielzeug. Hm, so ein Taschenmesser. Ja. Und das Kettensäge. Ja. Jok, absteigen. Alter, der Trainingsanzug. So, baue ich jetzt hier eine Holzhütte aus dem Katalog? Gibt's das überhaupt? So fertige Hütten? Ja, gibt's. Ja. Hier, kleine Blockhütte. Das wird so eine kleine, richtig schöne, schnuckelige Holzfällerhütte. Oh, man könnte die auch natürlich, aber das... Ah, damn. Nee, baue ich schon hier hin. Oh yes. Oh yes. Hast du sie? Ich habe eine neue Shotgun. So, wo sind die Teile dafür? Ich habe noch mehrere Teile für die Schrotflinte gefunden, oder? Meine ich das gerade nur? Doch. Also ich habe jetzt den Schrotflintenaufsatz. Aber wir hatten da noch ein zweites eben gefunden. Schrotflintenaufsatz und Schrotflintenaufsatz. Okay. Hä, zweimal den gleichen? Ja. Wow. Und Laservisier kannst du da noch dran packen. Oder Taschenlampenvorrichtung. Hat man ja auch nur eine. Ja. Ah, ist das schön. Ist das idyllisch. Ey, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, ey, dann wird's richtig cool. Ich glaube, so lange geht das sein nicht, ne? Meinst du? Ja, es gibt auf jeden Fall eine Begrenzung. Ich weiß nicht, wie lange. Ey, ich kann die Taschenlampe nicht an den, an die Shotgun machen. Hast du den Lauf schon dran? Kann sein, ja. So. Achso, man muss die in der richtigen Reihenfolge machen. Ja. Ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal, als wir irgendwo ein Seil spannen wollten. Jetzt kann ich das Laservisier aber nicht da drauf machen. Ja, es geht nur Taschenlampe oder Laser. Ach so. Oh. Alter. Lucy, alles gut? Warte! Ist in real life gestorben? Nee! Ich bin, ich bin gerade so im Inventar, bin da meine Shotgun am Craften, ich höre so Schritte um mich rum. Und mich greift aber niemand an, ich höre nur so Schritte und dachte schon, ja, irgendwie, keine Ahnung, Aris ist mir hinterhergefahren, will mich jetzt irgendwie verarschen oder sowas. Ja. Und dann gehe ich aus dem Menü raus und dann gucke ich einfach genau in das Face von so einem Kaugummi-Gesicht, ey. Ja, das ist Aris. Und ja, aber der macht da halt nichts, der ist einfach nur um mich rumgelaufen. Alter, wie erschrocken. Ein Speer. Genau, einfach so ein Grizzly, einfach so.
So, jetzt habe ich... Oh, oh. Ich habe gerade ein Problem. Oh, wenn meine... Plane hier hin, es wird nämlich dunkel. Ich möchte nicht im Dunkeln sein. Okay, dann brauche ich auch noch schnell eine Plane. Ich höre es hier auch schon schreien. Ach nee, das war mit einer... Genau, Plane. Sagt, okay, wenn ihr schlafen könnt. Ich wäre ready. Mhm. Okay. Geil. Ich lebe! Ich einfach schön an der Holzfällerhütte, Lucy zwischen den ganzen Kannibalen. Ja. Kuschelt sich ein. Ja. Stimmt, wie erkennen die uns eigentlich? Ich habe ja Angst vor dieser roten Maske. Ich finde das mal ein bisschen schade, dass man die nicht einfach aufsetzen kann, sondern nur so davor halten. Aber die sehen nicht, die hören nicht und riechen nicht. Oh, da ist... Hallo? Na, nicht mich angreifen! Geh weg! Okay, ich versuche mal zurückzukommen. Also der Wald hier ist viel besser als unser Wald, weil hier nicht... Okay, ich bin gerade hingeflogen. Ich nehme es zurück. Ich muss gerade sagen, weil hier die Bäume nicht so dicht aneinander stehen und man nicht so gut hinfällt. Boah, ich hoffe, das Seil ist lang genug dann, ey. Sonst muss man noch so eine... wiederkomme und... Alles umgebaut. Die Siedler. Richie, was machst du denn hier? Aha. Du bringst mir einen lebendigen Fisch und den bringst du nicht zu Ares? Oh, Ares, was? Hast du gehört? Ares! Was? Ja, Virgie ist gerade mit einem rohen Fisch und blutverschmiertem Gesicht zu mir gekommen. Ich finde das auch immer noch geil, wie sie ihre Jogginghose einfach zerrissen hat, damit ihr Bein da durchpasst. Jetzt beschützt sie mich auch noch vor den Blutboxen. Komm, Kelvin, machen wir sie neidisch. Oh. Oha! Man kann Kelvin schießen. Ich sehe tatsächlich Virgie jetzt auch auf meiner... Beim Radar, ich habe die sonst nie gesehen. Ihr okay, aber meint jetzt sie weg. Ah, okay. Ja, sie muss irgendwie direkt neben mir stehen, damit ich das sehe. Beschütz mich, Virgie! Kann ich ihr einen Timmy Hawk geben? Das wäre cool. Aber ganz ehrlich, hier wo ich gerade bin, hier hätten wir echt bauen müssen. Das wäre perfekt gewesen, glaube ich. Oh, hier damn. Ist einfach so eine riesige Fläche an so einem See mit Wasserfall und sowas. Und hier ist einfach nur freie Fläche. Dass sie so einen riesen Base bauen können. Ja, aber da, wo wir sind, ist auch nicht schlecht. Bei uns ist halt cool, weil wir geschützt sind durch diesen Berg. Der Umzug. So. Der Umzug, genau. Der ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, sonst hätten wir wieder so groß gedacht und wären wir wieder nie mit irgendwas fertig geworden. Oh, oh, das war doof. Oh, oh. Ein Hawk in Gebüschen verlieren ist so gut. Ach komm schon. Ein einziges Baby hat uns angegriffen. Wow, das ist die Vorhut. Ja, das ist alles, was sie noch haben. Das ist halt das ist halt zu früh geboren worden. Das ist halt schon mal vorgeschickt worden. Ja, dann kommen noch nach. Aber Mama, ich will nicht. Doch, du gehst da jetzt zu denen hin. Aber wenn, was ich mich halt frage, die sind ja anscheinend, diese Mutanten sind ja anscheinend diese ganzen Reichen. Was sind denn dann die Babys? Deren Babys? Hatten die so viele Babys? Nee, die Babys entstehen irgendwie neu. Also, ja, ich denke, die sind auch so brutmäßige. Ja, gut, stimmt. Ich frag mich echt, ob unsere Virgie sich irgendwann in einen von denen verwandelt, in so eine Fußfrieder. Nee, ist viel zu reich dafür. Mit ihren 800 Milliarden. Oh, oder stellt euch vor, Virginia ist einfach der Endboss, weil die irgendwie austickt oder so. Was nee, ich kenn's nicht. Dann lieber Game Over. Einfach auf. Deinstallieren. Abgebrochen. Will nicht. Let's Play beendet. Aber Leute, wenn wir müssen, wenn sie eine Gefahr darstellt. Kelvin. I can fix her. Wir können einfach Kelvin dann vorschicken,
steht einfach so ein Voldemort rum hinter unserem Berg und macht mich. Ja, die sehen halt, weil der halt aussieht wie Voldemort mit einer platten Nase. Wie ein Knebi. Oder dieses Lachen im letzten Film. Das Geile, es gibt auch so ein Video, Voldemort lacht in 20 verschiedenen Sprachen oder so. Oh ja. Nice. Die haben das halt wirklich teilweise synchronisiert in ihren Sprachen, das Lachen. Das ist halt richtig geil, solche in so und so viel Sprachen-Videos von irgendwelchen dummen Szenen, ja. Oder halt so, keine Ahnung, kennt ihr das von Smaug aus Der Hobbit? Was davon? Dann auf, wo er dann da irgendwie rumfliegt und sagt, dass er halt der Tod ist. Oder sowas. Im Deutschen sagt er so voll episch der Tod. Und im Türkischen ist es dann irgendwie Ülülüm. Das hört sich halt in jener lustig an, sag ich mal. Ja, ich bin wieder da, ich hab's geschafft, ich lebe. Sehr schön. Ah, yes. Oh Gott! Geil. Diese scheiß Falle. Mann. Hat sich hochgeschleudert? Oh, das ist ja cool. Ja, perfekt, ich bin hier rübergesprungen auf die Falle drauf. Nice. Ach stimmt, wir haben ja die Fallen. Wir wollten hier eigentlich noch einen Turm hinbauen, fällt mir gerade ein. Aber. Oh, hier ist ganz viel Wasser. Wie, Trinkflasche leer. Auffüllen. Bin ja auch gleich mit der Hütte fertig. Und dann spanne ich ein Seil. So. Sehr schön. Zack. Gibt's ja auch eine Schuhe. Ah, lass mal gucken. Schön. Was natürlich blöd ist, dass man da jetzt irgendwie springen muss. Das ist nicht so schön, aber dann kann man hier noch. Du kannst auch das Seil in einen Türbogen bauen. Also einfach aus Stämmen. So, okay. Jetzt ist die Frage, vielleicht hier an die Kante. Macht Kelvin eigentlich? Öffnen hier. So, mal gucken, ob das funktioniert. Seilgewehr. Oh, ich bin in den Häcksler gesprungen. Oh nein. Oh, zack. Ein bisschen gefährlich. Auf dich zu drehen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man die immer wieder aktivieren muss. Das wäre viel cooler, könnte man sich die einfach dahin bauen und dann erledigen die das einfach von alleine. Wir müssen aufpassen, dass wir Chinia da nicht einlösen. Virginia schnitzelt das. Okay, krass, es geht echt nur bis hier. Okay. Ja, aber es passt ja, dann kannst du ja verbinden. Oder? Nee, warte mal. Ah, machst du doch an Baum, oder? Also er hört halt irgendwann auf zu klickern. Heißt das, dass... Aha. Dass da Ende ist? Nee, jetzt macht er noch weiter. Okay. Also das Seil ist halt rot. Ich weiß aber nicht, ob das einfach normal ist, dass das Seil rot ist. Egal, ich probiere es einfach. Ich gehe jetzt mal. Kannst du mal kurz die Tür aufmachen? Mhm. Shit. Hier ist es. Was? Hier hat's aufgehört. Hier ist es. Nein. Oh. Oh mein Gott. Ja, dann müssen wir vielleicht hier irgendwie, können wir vielleicht dann die Wasserfänger nochmal wegmachen und hier einfach Holzlager hinbauen? Warte, hier.